Es war immer schon ein Menschheitstraum, besondere Ereignisse bildlich festzuhalten. Später kam der Film, bewegte Bilder auf die Leinwand zu zaubern, war sogar Amateurfilmern auf 8 mm möglich. Wie hier zu sehen vom Dokumentarfilmer Reinhold Wurm, Die Raupe. 1957 wurde der Schmalfilmclub Kapfenberg mit Josef Lehner gegründet. 1981 übernahm Günter Agard den Filmclub Kapfenberg und ist bis heute mit Leidenschaft Obmann und auch selbst sehr kreativ. Was im vergangenen Corona-Jahr geschehen ist und für 2022 geplant, wollen wir in Erfahrung bringen. Denn die 65. Clubmeisterschaften sollten am 18. Jänner beginnen, ist aber auf 8. Februar Corona-bedingt verschoben. Wie läuft das bei einer Clubmeisterschaft? Jeder Autor kann sich selbst sein Thema wählen. Bis heuer zum Beispiel bei der Clubmeisterschaft sein wird, haben wir 11 Filme und 10 verschiedene Autoren. Da geht es teilweise von einer Dokumentation über Naturfilme, über Spielfilme, über Genrefilme. Das Einzige, was heuer nicht dabei ist, ist ein Zeichentrickfilm. Weil da sind wir in Österreich einzigartig, aber das wird schon wieder kommen. Was mich also am meisten berührt, ein Film muss vorher durch die Clubmeisterschaft und wenn die Clubmeisterschaft sagt, er ist Gold oder Silber, dann darf er erst weiter zur Landesmeisterschaft. Die wird heuer in Kapfenberg sein, Mitte März. Die veranstalten wir für ungefähr 100 Filme aus der ganzen Steiermark. Die müssen sich dort qualifizieren für die Staatsmeisterschaft. Aber nicht nur Meisterschaften sind es, Mitglied beim Filmclub Kapfenberg zu sein, sondern Aktivitäten das ganze Jahr mit verschiedenen Themen. Ja, und natürlich hier in unserem wunderschönen Clublokal, das uns die Stadtgemeinde Kapfenberg zur Verfügung stellt, spielen sich die wunderschönsten Abende ab, nämlich jeden Dienstag 19 Uhr. Und wenn Sie sich umschauen, sind auch Galerien hier, die von Künstlern hier beschickt werden und die gehen dann in die ganze Welt hinaus. Und darauf sind wir stolz. Der Filmclub Kapfenberg besitzt aber auch den Status Kulturverein. Der Verein an und für sich hat sich irrsinnig gut entwickelt. Ich habe den Verein übernommen, also mit 3 Leuten. Und heute stehen wir also mit einer irrsinnig breiten Bevölkerungsresonanz da. Jeden Dienstag seit 65 Jahren ist Clubabend 19 Uhr in der Volksschule Redfeld. Und es kann jeder kommen. Nur jetzt momentan durch Corona jeder zweite Sessel Abstand. Desinfektion, Maske ist ganz klar. Und wir werden also am 8. Februar wieder beginnen mit unserer Tätigkeit. Warum ein Kulturverein? Wir haben zum Beispiel einen Film, den der ehemalige Bürgermeister Klaus Pretschl präsentieren wird, nämlich aus dem Jahre 1978, den er verantwortet hat als junger Gemeindebedienstete bzw. Bürgermeister rechte Hand. Und die Leute wissen nicht mehr, was vor 40, 50, 60 Jahren war. Und das ist auch unsere Aufgabe, historisch das Ganze aufzubereiten. Wir haben ein eigenes Referat dafür. Der Herr Göbel betreut das und es werden wieder Vorträge kommen von
Höhlenforschen, über Kohlenabbau, also in Görriach, in Bogier, in Verschlug. Wir haben also hier wirklich wunderschöne Themen und auch Leute dafür, die das präsentieren können, die uns etwas näher bringen. Es soll ja nichts verloren gehen. Es gibt auch, und das ist einzigartig, also in unseren Breiten, eine eigene Videodokumentation, 5 verschiedene Beiträge, die die Stadt Kapfenberg aufgelegt hat, die ich zur Verfügung gestellt habe. Und davon sind natürlich viele historische Sachen dabei. 50er Jahre, 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre. Aber auch für Böhler gibt es also berühmte Sachen. Das Lied vom Stahl, 1939 gedreht, eine wunderbare Dokumentation, haben wir 9-mal müssen aufführen. Oder, was wir momentan planen, weil ich in Wien am Naschmarkt einen Film über Kapfenberg gefunden habe, 1931, Skispringen in Kapfenberg, die große Böhlerschanze mit Blick auf Rädfeld und auf Winkel. Eine einzige wunderschöne Sache ist, auch uralte VHS-Aufzeichnungen zu bewahren. Und da steht der Kapfenberg auch dahinter. Und das war ja am Beginn für MEMA TV ganz wichtig zu dokumentieren, das in die Breite hinauszubringen, von Neuberg bis Judenburg. Und da sind also die ganzen historischen Sachen noch drauf. Oder, wenn ich nur daran denke, Image-Videos. 70 Jahre Stadt Kapfenberg damals. Man müsste sich auch überlegen, für was ich 2024, 100 Jahre Stadt Kapfenberg etwas zu machen. Bürgermeister Prinschl hat schon gesagt, wir werden uns dort hier einbringen und das wäre eine ganz, ganz gute Sache. Wir haben natürlich auch hier im Filmclub sehr kreative Leute, die uns Plakate gestalten, Filmtitel gestalten. Und eines davon, Herr Zottler, hat uns vor Jahren schon diesen Entwurf gegeben. Wir haben ihn modifizieren können und jetzt dürfen wir darauf hinweisen, dass wir die neue Entwicklung der Landesmeisterschaft im März auch mit diesem Plakat wieder an die Öffentlichkeit tragen dürfen. Bleibt zu hoffen, dass es möglich sein wird, die 65. Clubmeisterschaften hier in Kapfenberg wie geplant durchführen zu können. Herzlich willkommen im Büro Innovationszentrum Kapfenberg. Direkt im Zentrum von Kapfenberg befindet sich das Büro- und Dienstleistungszentrum mit markantem Außenauftritt. Diese zentrale Lage gegenüber einem Einkaufszentrum ermöglicht kurze Wege. So sind Kunden wie Mieter in nur 5 Gehminuten in der Altstadt oder am Bahnhof Kapfenberg. Der Vorteil für die Mieter ist auch die Nähe zu potenziellen Kunden und Kundinnen aus Industrie und Gewerbe, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Kapfenberg, Leoben oder Graz. Auf einer Gesamtfläche von rund 3.400 Quadratmeter, verteilt auf 2 Geschosse, werden attraktive Module von ca. 20 bis 1.100 Quadratmeter angeboten. Die einzelnen Module können zum Teil noch an individuelle Anforderungen angepasst werden. In einem Büroraumverband stehen auch Kleinbüroflächen mit gemeinsamen Empfangs- und Büroservicebereich, Teeküche und Besprechungsräumen zur Verfügung. Das Büro- und Innovationszentrum Kapfenberg setzt als Dienstleistungszentrum den Schwerpunkt auf Unternehmen, die Innovations- und Planungsprozesse unterstützen, wendet sich aber auch an Ärzte, Heilberufe und Bildungseinrichtungen. Ausreichend viele Frei- und Tiefgaragenplätze sowie Kundenparkplätze ergänzen das Angebot. Unser modernes und vielseitiges Büro- und Dienstleistungszentrum bietet die ideale Infrastruktur zur Entwicklung Ihrer unternehmerischen Tätigkeit und zur Betreuung der Klienten, Kunden und Patienten. Wir freuen uns auf Sie, auch unter www.biz-kapfenberg.at.
der Tiber und die Tess aus dem Löwenland. Heute haben wir wieder die Elisabeth da. Und ja. Ich habe mir heute was Angenehmes für heute überlegt. Wir wollen uns heute nämlich gemeinsam entspannen. Entspannt sein heißt, dass wir uns nicht aufgeregt fühlen, sondern angenehm, ruhig, so innen drinnen. Bei was kannst denn du gut entspannt sein? Fällt dir was ein? Den meisten Menschen von uns fällt es dann leicht, sich zu entspannen, wenn wir müde sind, das heißt, bevor wir schlafen gehen. Da müssen wir zuerst einmal zur Ruhe kommen, dann können wir gut einschlafen. Aber vielleicht erinnerst du dich auch, wir haben auch schon über Konzentration gesprochen, übers Lernen. Das heißt, wir müssen uns auch am Tag entspannen können, dass unser Gehirn eine Pause hat und dann wieder gut sich konzentriert auf eine Aufgabe einlassen kann. Kannst dich erinnern, deshalb, wir haben auch schon ganz oft über Gefühle gesprochen. Gefühle können uns ja auch richtig aufgeregt machen. Das kann angenehm sein, wenn wir vielleicht voller Freude sind oder ganz, ganz nervös vor einem schönen Augenblick. Wenn es ein unangenehmes Gefühl ist, wie vielleicht die Angst oder die Wut, wenn uns die ganz aufgeregt macht, dann kann es schon ein großer Vorteil sein, wenn wir auch einen Trick oder eine Strategie haben, wie wir uns ganz bewusst entspannen können. Und weißt du, mit was wir das heute ausprobieren wollen? Mit einer Atementspannung. Wir atmen ja ganz automatisch, gell? Ja. Der Atem kommt, der Atem geht. Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, wenn du aufgeregt bist, dass du ein bisschen anders atmest, ein bisschen kürzer oder schneller, als wenn du kurz vor dem Einschlafen bist. Da wird unsere Atmung dann ganz ruhig und langsam. Unser Gehirn verbindet nämlich eine ruhige Atmung mit Entspannung. Und das machen wir uns jetzt zunutze. Wollen wir es einfach ausprobieren? Ja. Ja? Das Tolle ist, die Übung, die ist eigentlich ganz einfach und du brauchst eigentlich nicht viel dazu. Man kann sie im Liegen machen oder im Sitzen. Und ich würde vorschlagen, ich zeige sie dir jetzt mal, wie du sie im Liegen machen kannst. Und ich mache sie nebenher einfach im Sitzen mit dir mit und mit dem Tibo. Ja? Ja. Leg dich einfach mal ganz gemütlich auf den Rücken des. Wie magst du liegen? Magst du dich ein bisschen seitlich hinlegen? Genau. Brauchst du ein Kissen dazu? So gemütlich oder ja. Ist der zu hoch? Ich habe auch noch ein Helferlein mitgebracht. Schau mal, die Krake. Zu Hause kannst du einfach ein Stofftier nehmen, das gut sitzen kann. Ja? Und ich gebe dir das jetzt und du legst die Krake auf deinen Bauch. Und du legst sie so an die Stelle, so ein bisschen unterhalb deines Bauchnabels, also relativ weit hinunter auf deinen Bauch. Genau. Und wenn du dann ein- und ausatmest, dann wird dir vielleicht auch auffallen, dass sich die Krake hebt und senkt. Du brauchst gar nichts zu verändern dabei, sondern deine Aufgabe ist es bei dieser Atementspannung, einfach den Atem kommen und gehen zu lassen, so wie er gerade kommt, ja, und einfach auf deine Krake zu achten, wie sie sich hebt und senkt. Und bevor wir gemeinsam damit loslegen, setze ich mich noch gemütlich neben dich und mache die Übung im Sitzen. Das klappt nämlich auch super. Wichtig ist einfach, dass ich mich gut anlehnen kann, damit ich ansonsten nichts denken muss. Ja? Und statt einem Stofftier nehme ich jetzt einfach meine Hände. Ich lege eine Hand auf meinen Bauch, so ein bisschen unterhalb meines Bauchnabels und lege die zweite Hand darauf. Ich mache dann die Augen dabei zu. Mir gelingt es dann noch viel besser, dass ich gut in mich hinein beobachten kann. Und du beobachtest einfach dein Stofftier. Jeder kann das genau so machen, wie er es gemütlich hat und wie es für ihn angenehm ist. Und dann lassen wir unseren Atem einfach kommen und gehen, so wie er gerade will. Atmen ein und aus, ganz im eigenen Tempo. Ein und aus. Und verändern nichts, sondern spüren einfach gut in uns hinein, wie wir zur Ruhe kommen. Ich mache meine Augen jetzt wieder auf. Und du kannst deine Krake wieder von deinem Bauch runtersetzen. Magst dich wieder aufsetzen, Tessa, ganz gemütlich. Ja? Wie lange du diese Atemübung machst, das bleibt ganz dir überlassen. Wenn du vielleicht gerade im Bett bist und einschlafen magst und wenn das ein angenehmes Gefühl ist, mach es einfach so lange, wie es dir gut tut. Wenn du aber vielleicht gerade Hausübungen zu machen hast oder eine Prüfung vor dir hast, die dich ganz aufgeregt macht, dann kannst du es auch so machen, wenn du dich hinsetzt, dass du immer beim Einatmen mitzählst und du zählst einfach bis 10, also beobachtest 10 Atemzüge, spürst, wie du zur Ruhe kommst und kannst dich dann wieder gut sammeln, um konzentriert an neue Aufgaben heranzugehen, gut entspannt zu sein. Ja? Ich habe natürlich auch meine Schatzkiste wieder mitgebracht, Tessa. Schau mal. Genau.
ja cool. Kennst du das? Ja. Es passt ein bisschen zum heutigen Thema. Hol dir mal eins raus. Ich schnapp mir auch eins, gell? Ein Windrad. Cool. Damit können wir nämlich auch unseren Atem beobachten. Es ist etwas Aufregendes, aber man sieht genau, wie du den Atem beobachten kannst. Ja. Ja? Schön, dass ich da sein durfte, Tessa. Danke. Probiert das doch auch mal zu Hause aus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Omikron-Welle sorgt derzeit für mehr Frequenz bei den Testungen. Darauf hat man in Bruck an der Mur reagiert und wird die Covid-19-Teststation in den Stadtsaal Kulturhaus verlegen. Die Impfstraße bleibt in der Mittergasse wie bisher. Wir sind derzeit in der Mittergasse 19 im ehemaligen DM-Gebäude untergebracht mit beiden, mit der Test- und mit der Impfstraße. Und aufgrund der kommenden Impfpflicht hat der Kastanienhof, der unten diese Test- und Impfstraße betreut, gesagt, wir müssen das quasi auseinanderlegen. Und damit gehen wir jetzt mit der Teststraße in das Kulturhaus, in den Stadtsaal. Wer mit dem Auto zur Teststraße kommt, findet genügend Parkmöglichkeiten. Es gibt oben auch genug Parkplätze. Es werden viele Testpersonen, die dort oben getestet werden, wird die Schillerstraße entparkt und genauso auch für das Personal, die oben die Teststraße bespielen. Bürgermeister Koch unterstreicht die Notwendigkeit, Testungen im großen Umfang sicherzustellen, denn in der aktuellen Situation ist es wichtiger denn je, dass wir Infektionen rechtzeitig erkennen, um eine Weitergabe zu verhindern. Die Teststraße ist ab 1. Februar 2022 von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr, sonntags von 8 bis 12 und feiertags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Aktuelle Informationen sind auch unter www.bruckmur.at abrufbar. Frische Kräuter sind auch in den heimischen Küchen immer beliebter. Gerade im Frühling sind sie Energiespender und unterstützen den Organismus und verleihen ihm Kraft. Vorsicht beim Sammeln ist aber dennoch geboten, da es sehr leicht zu Verwechslungen mit giftigen Kräutern kommen kann. Kräuterkurse sind da sehr zu empfehlen. Hallo, ich begrüße Sie wieder recht herzlich bei unserer Serie Der Natur auf der Spur. Heute erzähle ich Ihnen Wissenswertes über den Giersch. Den Giersch sollte man ganz genau bestimmen können, denn es besteht die Verwechslung mit giftigen Doldenblütlern, wie zum Beispiel dem Schierling. Wenn Sie ihn nicht kennen, fragen Sie vor dem Sammeln zur Sicherheit einen Kräuterexperten. Vorab kann ich Ihnen schon einiges über sein Aussehen erzählen. Der Blattstiel des Giersch ist dreikantig. Das Blatt und auch die Einzelblätter sind dreigeteilt. Sein Volksname ist Erdholler, Geißfuß oder Zipperleinkraut. Wie schon vorhin erwähnt, gehört er zu den Doldenblütlern und heißt im Lateinischen Potagra, was so viel wie Gicht heißt.
Schon im Mittelalter wurde die Pflanze als Heilmittel gegen Gicht- und Herzgefäßerkrankungen eingesetzt. In der Natur ist der Giersch recht häufig anzutreffen. Er bevorzugt feuchte Laub- und Mischwälder, Gärten und Wegränder. Verwendet werden nur die Blätter. Seine Eigenschaften sind entgiftend, blutreinigend und harnsäuretreibend. Der Tee aus dem getrockneten Kraut ist wirksam bei Gichtknoten und schlecht heilenden Wunden, außerdem auch bei Rheuma und Ischias. Doch nicht nur als Heilkraut ist der Giersch zu verwenden. Er ist neben der Brennnessel eines unserer ältesten Wildgemüse. Aus den jungen Blättern im Frühjahr lässt sich ein guter Wildspinat zubereiten. Oder Sie verwenden ihn mit anderen Wildkräutern zusammen in einer Kräutersuppe. Die älteren Blätter können getrocknet werden und sind ein Petersilienersatz. Beim Verkochen sollten nur die Blätter ohne Stiele verwendet werden, da in den Stielen Kumarin enthalten ist, was zu einem bitteren Geschmack führt. Der Giersch ist ein Vitamin C-Kraut. In ihm ist bis zu 15 Mal mehr Vitamin C enthalten als zum Beispiel im Kopfsalat oder viermal so viel Vitamin C wie in einer Zitrone. Außerdem ist er voller Mineralstoffe. Man fand heraus, dass bis zu 13 Mal so viele Mineralstoffe im Giersch enthalten sind als im Grünkohl. Der Giersch enthält auch besonders viel Kalium, Magnesium, Calcium, Mangan, Zink, Kupfer, Vitamin A, Eiweiß und noch viele andere gesundheitsdienliche, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Und nun gebe ich Ihnen noch zwei Rezepte, die man mit Giersch machen kann. Sehr beliebt sind die Blätter auch in Form einer Gierschlimonade. Dazu brauchen Sie frisches Gierschkraut, einige Stängel Pfefferminze und Zitronenmelisse. Diese Kräuter geben Sie in einen Glaskrug, dann gießen Sie 1 Liter Apfelsaft darüber und eine ausgepresste Zitrone. Wenn Sie möchten, können Sie auch noch etwas Leitungswasser dazugeben. Das Ganze sollte ein paar Stunden ziehen. Dann seiht man ab und genießt diese Limonade am besten gut gekühlt. Und jetzt noch eine Salbe mit Giersch, die wirksam ist bei Arthrose, Bandscheibenvorfall und Muskelverspannungen. Sie nehmen dazu je eine Handvoll Girschblätter und Holunderblüten, geben die Kräuter in einen Topf und übergießen diese mit bestem Olivenöl. Dann erwärmen Sie alles auf 50 Grad und lassen es langsam köcheln. Danach 5 Tage stehen lassen, abseihen und die Kräuter gut ausdrücken. Dann das Kräuteröl abermals auf 50 Grad erwärmen und pro 100 Milliliter Öl 50 Gramm Bienenwachs darin auflösen. Sie können auch noch etwas gemahlenen Chili dazugeben, um die Wirkung zu verstärken. Anschließend füllen Sie die Salbe in vorbereitete Diegel ab und beschriften diese. Ich hoffe, Sie halten jetzt auch Ausschau nach dem Giersch. Bis zum nächsten Mal, Ihre Kräuterpädagogin Gisela. Erstes eigenes Geld verdienen und mit einer Top-Ausbildung zu einer gefragten Fachkraft werden. Klingt gut? Bei uns, der Voestalpine Böhlerbleche in Mürzzuschlag, kannst du aus 6 verschiedenen Lehrberufen wählen. Bewirb dich gleich über unser Jobportal und werde Teil der Voestalpine Familie. Sturnergarten, Gartenzwerg, lass liegen den Storn. Du bist sowieso viel zu klein, magst den Mogel nicht daheim, tut sie nicht einmal beweihen. Setz dich hin und gib Ruhe, ein paar Storn kriegst du noch dazu. Rundum draußen blieben die Zarten, passen gut zum Sturnergarten. Es ist das Dichten, was Heinz Mahr schon seit langem fasziniert. Mit seiner Frau findet er dazu die Ruhe in seinem Garten.
Zwischendurch hält ihn sein Enkel auf Trab. Wie aber ist seine Liebe zu Mundartgedichten entstanden? Ja, es war witzig, die ganze Geschichte. Wir haben bei der Arbeit blödelt. Ein Kollege von mir sagt dann in Neuwahlen, sagt er drauf, ja du, jedes Mal, wenn ich irgendwas bringe, tust du dazu reimen. Du könntest ja Heimatdichter werden. Ich habe mir dabei nichts gedacht. Und daheim hat mich das ein bisschen interessiert, haben wir gedacht, Heimatdichter, ja, das wäre eigentlich der Weg dorthin. Versuchen wir es. Und so habe ich dann langsam angefangen zum Schreiben. Wir haben dann auch Kurse gemacht, Schreibkurse, in der Schreibstube, damit der Versensatz passt. Der hat am Anfang ja nicht gepasst. Ja, und jetzt ist es soweit mir gelungen und ich schreibe gern Gedichte und Geschichten auch. Aber nicht nur das Dichten ist es, was Heinz Mahr fasziniert. Ja, ich habe auch Mundharmonika gespielt, spiele von klein auf schon. Da war ich 8, 9 Jahre alt, habe von meiner Mutter damals eine Mundharmonika geschenkt gekriegt. Ich habe sehr wenig mit der Mutter, die Beziehung war nicht so, weil ich ja bei Pflegeeltern aufgewachsen bin. Und da hat meine Pflegemutter gesagt, wenn du die Kinder was vorspülst, dann gehst du viel mehr Milch. Ja, dann habe ich halt festgespült, Kinderlieder, was wir in der Volksschule eigentlich gelernt haben. Einzeln klein und das auf dem Satz, so klein hat es halt angefangen. Und dann ist ja klar, dass die Mundharmonika dann einmal gestreikt hat, geraschelt wie, wenn du Strand ist. Habe ich nichts mehr anzufangen gewusst. Aber eins, mein Wunsch war, wenn ich in die Lehre komme, das erste ist, ich kaufe mir eine Mundharmonika. Das Malen gehört zu seinen Hobbys, das er ebenfalls mit viel Liebe betreibt. Ein Morsenbauer. Schon höchste Zeit. Na klar. Quartier fürs Morsenbauer. Eine Wohnung auf dem Baum. War die Morsenfrau ihr Traum. Ich möchte jetzt sicher sein, klopft zärtlich an. Ist frei. Die Morsenfrau, ich denk, sie zögert noch ein wenig. Lasst ihr da auch keine Ruhe. Sie steuert Mantel zu. Ihm hebt's gleich hoch seinen Schopf, klopft stärker an. Klopf, klopf. Und weil sie drein nix riert, hat er ein Auge riskiert. Ruft gleich seine Frau, komm her, die Wohnung, sie ist leer. Sie ziehen ins Häuslein und machen Liebe drein. Darauf legt sie ihm 5 Ohr. Kriegen Nachwuchs genug, die zwei. Ich
Ich lieb dich bis zum Mond und wieder zurück. Wir schweben durch die Nacht ein kleines Stück. Deine Augen sind jetzt meine Galaxie. Die Burg Oberkapfenberg war wieder für all jene, die ans Heiraten denken, ein wichtiges Ausflugsziel. Circa 25 Aussteller präsentierten alles zum Thema Hochzeit im Rahmen der 29. Hochzeitsmesse, organisiert vom Tourismusverband Kapfenberg. Wir sind ja heute auf der Burg Oberkapfenberg und allein auf der Burg finden ja eine Reihe von Veranstaltungen statt. Das ist ja wirklich unser großes Aushängeschild. Natürlich auch neben vielen anderen tollen Lokalitäten, Plätzen, was in Kapfenberg zu besuchen sich lohnt. Aber gerade die Burg, wie man jetzt sieht, im Winter zu jeder Jahreszeit immer wieder eine Reise darauf wert. Tolle Kulinarik und das ist einfach immer wieder sehenswert und begrüßenswert, wenn man darauf kommt. Die Burg Oberkapfenberg bietet nicht nur das Ambiente für die Hochzeitsausstellung, sondern auch Hochzeiten werden hier zu einem Erlebnis, zumal die verschiedensten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Die Küche und der Service hervorragend organisiert und auch verschiedenste Aktivitäten angeboten werden, wie das Armbrustschießen in der dafür vorgesehenen Schießstätte unter fachkundiger Betreuung. Für den schönsten Tag im Leben haben wir das richtige Ambiente, Rahmenprogramm und die passende Kulinarik. Und im Weinkeller ein gutes Tröpferl genießen, was will man noch mehr? Vom Weinkeller starten wir einen kleinen Rundgang und da sind uns die vielen Hochzeitstorten der Park-Café-Konditorei Moser Fink aufgefallen. Wir sind für die Hochzeitstorte zuständig, die natürlich dann auch ein wichtiger Teil der Hochzeit ist. Also grundsätzlich kann man fast sagen, alles Gewünschte ist möglich, bis zu einer gewissen Grenze natürlich. Die Hochzeitstorten fangen von zweistöckig oder einstöckig sogar bis achtstöckig oder neunstöckig. Die Verzierungen werden natürlich ganz auf Wunsch der Brautpaare kreiert, wobei jetzt die meisten Brautpaare schon mit sehr konkreten Vorstellungen bezüglich der Farbe oder des Blumenschmucks kommen und wir probieren dann eben die passende Torte zu finden. Konditorei Moser Fink hat aber noch mehr. Uns findet man in Aflens Kurort, gleich direkt neben dem Kurpark. Uns gibt es jetzt bereits seit 20 Jahren und zu dieser Saison sind jetzt speziell eben die Hochzeitstorten sehr gefragt und ansonsten gibt es bei uns die ganze Zeit eigentlich die Mehlspeisen und im Sommer spezialisieren wir uns dann auf das Eis und im Winter, also über die Weihnachtszeit, dann speziell Schokolade und die ganzen Produkte, Schokolade, Figuren und Pralinen. Auf das Einkleiden des Brautpaares und der Hochzeitsgäste hat sich Brautmoden Hufnagel spezialisiert. Wir sind in Park Gleichenberg. Wir haben einen Brautsalon und ein Modehaus mit eleganter Mode. Wir haben auch für den Herrn alles, für die Kinder. Wir starten die Braut komplett aus, Kleid, Unterwäsche, Schuhe. Auch für den Herrn haben wir die Schuhe dazu. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man dann auch schon komplett gekleidet ist. Hufnagel hat aber noch etwas Besonderes anzubieten. Wir haben total wunderschöne Brautsalons. Da ist praktisch die Braut mit ihren Damen, Eltern, also mit der Mutter meistens, Freundin, genau, komplett abgeschlossen in einem Brautsalon und da gibt es verschiedene Salons. Da ist sie eigentlich komplett allein, ganz mit der Beraterin und da kann man sich auch wirklich Zeit lassen und Kleider probieren, mit Ruhe, ganz, das ist wirklich immer ein Erlebnis bei uns. Also zurzeit sind die Spitzenkleider total in, vor allem die Kleider mit Tattoospitze. Kann man auch in verschiedenen Farben dieses Kleid probieren.
Beim Bräutigam gibt es halt die Herrenabteilung, auch riesengroß ausgestattet, auch sehr gemütlich. Kann man zwischendurch auch einen Kaffee oder einen Sekt trinken, wenn es zu anstrengend wird. Bei Brautmoden Hufnagel ist Mann und Frau in guten Händen. Nicht zu vergessen die Trauringe. Jonas hat da noch ein bisschen Zeit, bis es soweit ist. Wir schauen aber beim Juwelier und Meisteruhrmacher Thomas vorbei. Er hat die größte Auswahl in der Steiermark. Wir haben über 1100 Paar Trauringe auf Lager. Und so wie der Partner eben verschieden ist, ist auch der Ehering verschieden. Und dementsprechend haben wir die größte Auswahl. Und bei uns bleiben eben keine Wünsche unerfüllt. Wir haben die neuesten Trends für Sie parat. Das sind die neuen Trauringe mit Gold und Carbon in Weißgold, in Gelbgold, in Roségold, natürlich auch in Platin und Palladium erhältlich. Wir haben eine riesengroße Auswahl mit Gold und Carbon und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen die Ringe präsentieren dürften. Jetzt geht es nur noch darum, den schönsten Tag des Lebens auch bildlich festzuhalten. Und da sind wir bei Helmut Reisinger, Fotograf mit viel Erfahrung. Ja, das ist so. Seit über 40 Jahren ist das mein Metier und meine Leidenschaft. Wie sind die Gestaltungsmöglichkeiten? Ja, die Möglichkeiten sind breit gefächert und wir schauen immer, dass wir sehr individuell auf jedes Hochzeitspärchen eingehen, weil ich sage immer so, jeder hat andere Wünsche, jeder hat andere Vorstellungen und da gibt es eben ein Vorgespräch und dann schaut man sich die Locations an und ja, wenn man sich die Bilder so anschaut, das geht vom Berg im Edmistel bis so in die Weingegend und so weiter, also da haben wir auch Brautpaare, die in einen Teich hupfen, weil es einer Spaß macht und so, also sehr individuell. Wie geht man am besten vor? Ja, bei uns in der Firma am Kapfenberger Lindenplatz, gegenüber vom Kino, werden alle Brautpaare sehr individuell beraten. Ich bitte um einen Anruf, damit wir uns einen Termin ausmachen. Dann haben wir viele Alben, die man sich anschauen kann. Wir können über den Computer ein bisschen schauen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und dann kriegt wirklich jedes Pärchen das, was es sich vorstellt. Die Hochzeitsmesse auf der Burg Oberkapfenberg war für 2018 erst der Anfang. Das sind wieder die Music Night, dann kommt das Josefi-Fest in Baschlug, das ist dann zu unserem steirischen Landespatron am 18. März. Dann kommt schon das große Streetfood-Festival, das voriges Jahr wieder sehr, sehr gut angekommen ist und wird heuer auch wieder gemacht. Dann ist das Auenherzen, das dreitages Brauchtumsfest, das ist dann in Mai und dann geht es eh schon hinein wieder in den Sommer. Schwerpunktveranstaltung ist da zum Beispiel das Chill Hill, Six in the City, also eine Reihe von Veranstaltungen, bis hin natürlich nicht zu vergessen die Kabarettreihe rund um das Hotel Böhlerstern. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Also ein bunter Mix und das findet man auch auf unserer Tourismus-Homepage. Findet man einen tollen Veranstaltungskalender und da wird man sehen, dass es fast keinen Tag gibt, wo in Kapfenberg nicht irgendwo eine Veranstaltung, eine tolle stattfindet. Und ab April fliegen sie wieder, die Falken, auf der Burg Oberkapfenberg. Ja, ich stehe hier heute mit unserem Sakerfalken, unserem Shogun. Unser Shogun ist eigentlich schon seit 7 Jahren mit uns dabei. Ab April geht es wieder los und da kann man ihn auch bei uns wieder in Action erleben. Da wird er hier oben auf der Flugterrasse eben wieder seine Runden drehen. Ich bin die Falknerin hier, mein Name ist Antonia Praschel. Ich bin jetzt auch schon fast 7 Jahre bei uns auf der Burg. Ja, und ich freue mich, wenn Sie ab April alle wieder zu uns heraufkommen. Vor Jahren gab es eine große mediale Kampagne, um den drohenden Herz- und Kreislauferkrankungen entgegenzutreten. Erschreckend die Statistik der Weltgesundheitsorganisation. Immer mehr Jugendliche und junge Leute unter 30 Jahren erleiden Schlaganfälle und Herzinfarkte.
Ja, wir wissen das eigentlich schon seit längerer Zeit, dass Herzinfarktpatienten immer jünger werden. Und es hängt sicherlich in erster Linie damit zusammen, mit dem Lebensstil. Das heißt natürlich auch vor allem die Ernährungsgewohnheiten. Und bei den ganzen jungen Patienten sind es vorwiegend natürlich vor allem rauchende Patienten. Dass man rauchen, ist halt wirklich der Hauptrisikofaktor, dass man in jungen Jahren bereits einen Herzinfarkt bekommen kann. Aber ganz wesentlich ist natürlich auch der Lebensstil und da vor allem auch die Ernährung. Wir wissen, dass vor allem natürlich gerade Fast Food, was das anbelangt, gerade in der Zusammensetzung der Fettsäuren, die wir zu uns nehmen, problematisch ist. Da gibt es ja diese Transfettsäuren, die vor allem natürlich in den industriellen Backwaren drinnen sind und vor allem in den Fritteusen. Ja, all das ganze frittierte Fett ist natürlich etwas problematisch. Und wir haben ja sehr viele junge Leute, die sich zum Essen einfach keine Zeit nehmen und in erster Linie sich von Fast Food oder eben von frittierten Sachen ernähren. Und da weiß man, dass gerade diese Transfettsäuren für die Gefäße schlicht und einfach Gift sind. Wir haben natürlich heute sehr gute Möglichkeiten, Herzinfarktpatienten zu behandeln. Das heißt, sie kommen mit dem Notarzt, werden sofort in das Katheterlabor transferiert und werden dort behandelt, indem ein Stent eingebaut wird. Und dann haben wir auch in Brugg eine sehr gute Möglichkeit, vor allem bei den jungen Patienten eine ambulante Rehabilitation anzuschließen, sodass eben der Schaden für diese Patienten minimiert wird und gleichzeitig auch der Lebensstil dieser Patienten positiv beeinflusst wird. Die Medizin macht immer wieder riesigen Fortschritt, aber um wirklich umfassend therapiert werden zu können, gehört auch die Mitarbeit jedes einzelnen Patienten, um eine wirksame Prophylaxe zu erzielen. Wenn man also den Bezirk Brugg hernimmt, Brugg an der Mur hernimmt, wie sieht es denn in diesem Bezirk aus? Naja, generell muss man sagen, dass wir in den obersteiermärkischen Bezirken eine sehr hohe Herz-Kreislauf-Sterblichkeit haben. Und was wir wissen, das Rauchverhalten in Österreich, wir haben ja bis zu 30% Raucher. Und wir wissen, dass das sicherlich wir in Österreich zu den Raucherländern eigentlich gehören. Also dass wir sehr, sehr viele Raucher bei uns haben. Wie stark wird denn die Ärzte-Lobby in dem Fall sein, um wirklich zu sagen, Rauchen ist nicht in? Ja, also wir haben von ärztlicher Seite ist es ganz klar, dass wir ein generelles Rauchverbot bevorzugen. Und wir wissen ja, in Österreich, unsere Rauchergesetze sind natürlich immer problematisch. Gehen Sie in Lokal, es wird auch, wenn die Raucher abgetrennt sind, trotzdem immer wieder nach Rauch riechen. Und ich habe selber einen Freund, der hat ein Restaurant und er hat gesagt, er möchte haben, dass in seinem Restaurant eben die Leute die Pizza riechen und nicht die Zigaretten. Und ich glaube, auch da wird es sein, dass wir irgendwann einmal diesen internationalen Trend auch bei uns in Österreich umsetzen werden. Es ist ja eines noch vielleicht auch zu bemerken, dass die Leute sagen, naja, das haben wir gerade gehört vom Herrn Professor, wenn es halt gar nicht mehr geht, kriegen wir einen Stent eingesetzt und dann kriegen wir dort ein Schreiberl und dort ein Knöpferl. Wir können so weiterleben. Ja, das ist das Problematische. Die Reparaturmedizin hat auch seine Grenzen, nicht? Und es ist ja, die Gefäßerkrankung ist ja eine Systemerkrankung. Das heißt, wenn jemand an den Herzkranzgefäßen Engstellen hat, dann ist es anzunehmen, dass er in allen anderen Gefäßen in seinem Körper auch bereits Probleme haben wird, sodass es eben nicht nur gilt, diese eine Stelle zu behandeln, sondern man muss insgesamt den Patienten wieder auf den richtigen Weg führen und da vor allem natürlich hat sich die ambulante Rehabilitation bei uns sehr, sehr bewährt, weil wir dadurch wirklich in der Lage sind, den Lebensstil der Patienten zu verändern und vor allem die Leute wieder zu mehr Sport, mehr Bewegung hinzuführen. Hören Ihnen die Leute zu? Sagen Sie, ja, Herr Professor, werden wir schon machen. Ja, das Schwierigste, was wir wissen, ist natürlich, den Lebensstil zu beeinflussen. Und wir haben selber zum Beispiel sehr viele Patienten mit Diabetes, also mit Blutzuckererkrankung. Und da ist es das Wesentliche, dass die Patienten Gewicht abnehmen und sich mehr bewegen. Und wir haben Patienten über 5 Jahre weiterverfolgt. Sie sind in Schulungen gegangen, sie haben alles Mögliche getan, aber sie haben kein einziges Kilo an Gewicht abgenommen. Die Ärzte tun ihre Pflicht, denn sie haben ja den Eid des Hippokrates abgelegt.
Peter Ratzenbeck zum 20. Mal in Bruck an der Mur. Die Begeisterung ist groß und sein Können ist ebenfalls groß. Er selbst ist bescheiden. Die Gitarre, ein vielseitiges Instrument, aber wohl jenes Instrument, das am meisten gespielt wird. Was ist eigentlich der Grund, warum die Leute so vielfältig Gitarre lernen? Ich glaube, es liegt darin begründet, dass erstens sehr transportabel ist und wenn man es primär als Begleitinstrument zum Singen verwenden möchte, mit relativ geringem Aufwand, sprich mit 5 bis 10 Akkorden, ein Spektrum von Hunderten von Liedern abdecken kann. Das ist sicher einer der Hauptgründe. Hier gibt es also einen sogenannten Workshop. Den 22. schon, ja. Der 22. Workshop. Und es ist eigentlich interessant zu erfahren, wie gestaltet sich denn die Altersgruppe? Das fängt an bei 14-, 15-Jährigen und endet bei Teilnehmern, die in meinem Alter sind, die in Pension inzwischen sind und jetzt endlich ihrem wahren Hobby frönen können, in der Form, dass halt in der Woche ein paar Stunden in die Gitarre investieren und was mir am meisten freut, einmal im Jahr dann bei einem meiner zahlreichen Seminare auftauchen. Peter Ratzenbeck, ein Name, ein internationaler Name. Was lernt man bei ihm? Ja, ganz viel. Also es ist ein Workshop, der 3 Tage dauert. Man beschäftigt sich sehr intensiv mit den Stücken und setzt sich damit auseinander. Es ist ganz, ganz toll, dieser Workshop. Also der Peter hat das die Gabe von Anfängern, die ganz wenig noch können, bis zu Fortgeschrittenen, alle zu bedienen. Man kann also zum Beispiel ganz einfache Fingerpicking-Muster, wenn jemand zum ersten Mal diesen Stil lernt, wo man mit dem Daumen die gleiche Funktion hat, die das Klavier, die linke Hand am Klavier hat und dann gleichzeitig auch Melodie spielt, das zu lernen, das lernt man bei ihm und genauso lernt man bei ihm im fortgeschrittenen Stadium Stücke, die zum Beispiel auf einer letzten CD drauf sein. Peter Ratzenbeck hat eine Unzahl von Gitarren schon in seinen Händen gehabt und sie auch zur Interpretation gebracht. Was ist deine Lieblingsgitarre? Seit 3 Jahren baut die renommierte Firma Martin Gitarren in Pennsylvania, die 1833 gegründet wurde, ein nach mir entworfenes Modell mit meinem Namen, wo ein Zettel drinnen ist in der Gitarre mit 2 Unterschriften, die von mir und die vom Chef. Und das Schönste ist, die Gitarre verkauft sehr, sehr gut, weil das Privileg dieses Signature-Modells haben bis jetzt eigentlich nur Leute wie der Eric Clapton, Ian Anderson, Johnny Cash und John Bass erfahren. Und ich als Österreicher, der eigentlich weit über die Grenzen hinausfährt, weil er Flugangst hat, wie du weißt, trotzdem in diesen Genuss kommen ist natürlich der Ritterschlag für jeden, der erstens die Gitarren spielt und zweitens dann noch so ein Signaturmodell bekommt. Zuhören, eine Kunst, die nur wenige können. In der Musik allerdings wird man durch den Bann der Musik zum Zuhören gezwungen. Und interessant ist es, welche Leute und welcher Herkunft sie auch immer seien, sie kommen nach Bruck an der Mur, Kultur in dieser Bezirksstadt. Auch die Politik ist immer sehr froh, wenn es Highlights gibt, die man dem Brucker Publikum gerne anbietet. Mit Peter Ratzenbeck haben wir seit über 20 Jahren einen, sage ich jetzt mal, Ausnahmekünstler auf der Gitarre in Österreich und da sind wir sehr, sehr stolz. Ich glaube, das heuer zum 22. Mal gastiert Peter Ratzenbeck bei uns in der Stadt. Einerseits mit den Workshops und andererseits, sage ich jetzt einmal, genießen wir alle Jahre ein wunderbares Konzert. Wir sind sehr stolz und freuen uns natürlich und hoffen, dass er auch nächstes Jahr wieder zu uns kommt. Und jetzt lassen wir die Saiten ertönen. Thank you.
Odyssee heißt das Musical des Burg Kindberg, das am 15. und 16. Februar 2018 in der Sporthalle Kindberg über die Bühne gehen wird. Wir haben sie bei der Probenarbeit beobachtet. Wir bereiten uns auf unser heuriges großes Musical vor. Wir haben den altehrwürdigen Text der Odyssee hergenommen und daraus ein modernes Stück im 21. Jahrhundert gestaltet. Mit mitreißenden Musiknummern, sehr aktuellen Popsongs, Rocksongs und so weiter. Und mit einer tollen Geschichte, wo drei Odysseus, ein männlicher und zwei weiblicher, von Österreich aufbrechen, um zu dieser Trauminsel Ithaka zurückzukehren. Musik von Johann Strauss, Michael Jackson, Elvis und noch viele mehr. Musikalisch also sehr anspruchsvoll. Musikalischer Leiter Hatschi Hochörtler. Wie viele Musiker sind im Einsatz? Im Orchester sind ungefähr 25 Musikerinnen und Musiker, alle Schüler von Borg Kindberg mit ein paar unterstützenden Lehrern. Für die perfekte Choreografie ist Training unerlässlich. Wir machen gerade Warm-up-Übungen. Das heißt, die Schüler müssen natürlich ein bisschen warm werden, sich aufeinander einstellen, ein bisschen den Alltag vergessen, um eben in die Rollen zu schlüpfen, ruhig zu werden im Idealfall, was nicht ganz funktioniert im Moment. Genau, auch die Muskeln aufzuwärmen, damit der Körper in Energie kommt. Genau, das braucht man so eine Viertelstunde zumindest, um dann in die Szene zu hüpfen einfach. Es wird eine Schülervorstellung geben und zwei Abendvorstellungen nächste Woche am 15. und am 16. Februar um 19.30 Uhr hinter mir in der Sporthalle. Hallo, mein Name ist Naga Sultani und ich gehe ins Borg Kindberg. Ich lade euch alle recht herzlich zu unserem neuen Musical Odyssee ein. Es ist ein sehr musikalisches und aufwendiges Stück. Ihr werdet es nicht bereuen, falls ihr kommt. Fast täglich gibt es neue Informationen über angedachte und durchgeführte Reformen im Schulwesen. Seien es die Neueinführung von zusätzlichen Ferientagen oder die absolut positive Nachricht von zusätzlichen Aufwendungen für die Verbesserung im Deutschunterricht für Migranten oder Schüler mit Migrationshintergrund. Ja, wir freuen uns immer sehr, wenn mehr Ressourcen in die Schulen kommen. Da haben wir mehr Handlungsspielraum. Insofern sind diese Nachrichten wirklich positiv zu beurteilen. Jetzt kann man sagen, es wird etwas getan, um den jungen Leuten die deutsche Sprache, das heißt die Amtssprache bei uns, im Grunde genommen zu vermitteln. Wie ist denn die Bereitschaft der jungen Leute und deren Eltern, das anzunehmen? Wir haben ja jetzt schon auch diese Sprachstartkurse für Kinder mit nicht deutscher Muttersprache in den Schulen. Die sind 11 Stunden, mit 11 Wochenstunden dotiert. Wenn wir da eine Erhöhung bekommen, ist das natürlich wunderbar. Es hilft jede Stunde, um die Sprachkompetenz der Kinder zu stärken. Das kann natürlich nur besser werden mit mehr Stunden. Das Thema ist aber auch zu schauen, dass die soziale Integration der Kinder gut funktioniert. Weil wenn wir sagen, wir haben Gruppen, wo die Kinder alleine unter sich sind, braucht es ja auch diese deutschen Sprachvorbilder bzw. das soziale Miteinander. Und hier eine ausgewogene Tagesstruktur zu finden, das wird spannend sein und das wird auch eine wichtige Aufgabe. Geteilter Meinung ist man, was die zusätzlichen Ferientage anbelangt im Herbst. Nun ist es ja so, dass die Schüler Mitte September in die Schule kommen, kaum sich hingesetzt haben und gehen schon wieder in die Ferien. Naja, ganz so ist es nicht. Also der Herbst ist eine schon sehr anstrengende Zeit. Mehr das Thema ist, dass es, wenn es Familien mit mehreren Kindern an unterschiedlichen Schulen gibt und die Herbsttage, die schulautonomen Tage sich unterschiedlich gestalten, es für die Eltern mitunter sehr, sehr problematisch mit der Versorgung sein kann. Weil wenn die Kinder drei verschiedene Zeiten haben, wo sie frei haben sozusagen schulautonom, dann können das Eltern kaum bewerkstelligen mit ihrem Arbeitsprozess. Insofern macht es schon Sinn, darüber nachzudenken, eine Pause für alle gleichlautend einzuschieben. Jetzt ist es ja so, dass man natürlich sagen muss, alles wunderbar, aber wem ist denn das eingefallen,
dass man plötzlich wieder Ferien hat, kaum hat man die Ferien absolviert. Also Diskussion um die schulautonomen freien Tage gibt es, seitdem ich im Lehrberuf bin. Also das hat sich nie geändert. Und es gibt immer wieder Diskussionen zu sagen, wie schaut es mit den Hauptferien im Sommer aus? Sind die zu lang? Sind die zu kurz? Wie schaut es in anderen Ländern aus? Ich denke, es macht schon Sinn, hinzuschauen, gut darüber zu diskutieren und wenn wir Handlungsbedarf haben, auch zu reagieren. Wenn man jetzt einen Prozentsatz ansetzen wollte und fragen wollte, ja, wer ist denn mehr dafür, die Schüler, die Lehrer oder die Eltern, die es ja hauptsächlich trifft? Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Standorte, die würden das sehr, sehr begrüßen, zu sagen, Herbstferien wunderbar. Es gibt welche, die sagen, nein, wir lernen bis Weihnachten durch. Also da können Sie an jeden Standort gehen, Sie werden unterschiedliche Meinungen bekommen.